Ja, wir werden jetzt keine Nüsse mehr produzieren, sondern andere Schokoladen. Nämlich, ja, wir können auch diese Riegel ausprobieren. Aber da stand ja, dass wir dann erstmal irgendwas kaufen müssten. Vielleicht fragt er uns ja dann, wenn wir sagen, wir wollen Riegel herstellen. Weil ich da jetzt keinen Knopf für gefunden habe. Extra dunkle. Mit dreimal Kakao und einmal Zucker. Ah, da fragt er jetzt. 25.000 kosten die Maschinen. Naja, okay. Investieren, investieren ist die Devise. Und bei $90.000, da kann man das ja mal machen. So, also dreimal Schokolade war das und dreimal Kakao und einmal Zucker. Mal schauen, wie viel wir schaffen. Eine Minute Zeit, wie immer. So. Ich versuche es mal wieder ein bisschen aufzuteilen. So. So. Mal sehen. Ja. Was soll ich denn die? Achso. Stimmt, da müssen ja drei rein. So. Geschafft. So. Ja, das ist auf jeden Fall ein Spiel, wo man seine Reflexe übt, würde ich mal so sagen. Ja. Das hilft auf jeden Fall besser, mit der Maus umzugehen, weil man hier jedes Mal klicken muss. Nein, jetzt habe ich genau am Ende daneben. 17. 18 Kisten. Naja, 18 Kisten sind ja okay. Ach, schön. Schauen wir mal, was es im Markt so gibt. Da gibt es jetzt auch Mandeln für 24. Ich glaube, wir kaufen uns dann mal ein paar Mandeln. So 300. Mandeln sind immer ganz schön teuer. Naja, gut. So, Mandeln. Und der hat auch nichts für uns. Oh, wow. 304. Das ist aber richtig viel. Das ist ziemlich wenig, das ist okay vom Preis her. Ja, man muss halt, wie gesagt, ab und zu mal das produzieren, weil ansonsten sind die Preise dann nicht mehr so hoch. Und wir können drei neue Hafen ansteuern. Das ist doch mal eine Sache, das ist doch richtig cool. ja. Wir brauchen immer noch Kaffeebohnen. Ich werde wohl nicht drum rumkommen, in Rio de Janeiro diese super teuren Kaffeebohnen zu kaufen. Für 75. Da gab es in Trinidad auch welche. Oh. Ah ja. Ein Amulett, mit dem wir feilschen können sollen. Dreimal erfolgreich. 89, Alter. Hallo? Der wird ja immer teurer. Sagen wir mal, wir wären interessiert, wenn der Preis stimmen würde. Einen kleinen Nachlass. Oh, 69, das ist doch teuer. Als wir das letzte Mal da waren, hatten das 75 gekostet. 69, okay. Immerhin etwas. Von 89, 20 runter. Ja. Da wären ja ziemlich viele Rezepte mit Kaffeebohne. Boah, sind die teuer! Hatten. Werde ich davon jetzt mal 300 kaufen. Die werden ja hoffentlich eine Weile reichen. Und Mandeln, hatten wir Mandeln gekauft? Mandeln haben wir gekauft. Zucker geht uns auch nicht aus. Und weiße Schokolade ist irgendwie ziemlich doof. Deswegen werden wir jetzt hier auch was anderes machen. Wir haben ja jetzt auch endlich Kakaobohnen. Deswegen werde ich jetzt hier dunkle Schokolade, soll ich jetzt mal die hier, Schokolade mit Kaffee. Machen wir erstmal die normale Schokolade mit Kaffee. So. Und jetzt kommt wieder das tolle Spiel. Also mir macht das wirklich Spaß. Und das ist ja auch nur eine Minute. Deswegen finde ich das ziemlich okay. So. Okay. Okay. Von jedem eins da rein. So. Haha. Nein. Das war falsch. Das... Nein.
Da waren wir kurz davor, einen vollen zu machen. Und dann habe ich sie da verbockt. Wie gemein. So. Wie gemein. Ich weiß gar nicht, ob das besonders viel bringt, aber ich versuche es trotzdem immer wieder. So, das, das und da. So. So. Wieso kriege ich immer nur Kakaobohnen? Was soll ich mit Kakaobohnen? Ach, gerade noch so. Ha. Ach, da steht man übrigens, dass ich schon dreimal daneben geschossen habe. Ausgezeichnet, Sie wissen wirklich, was Sie tun. Sorgen Sie für genügend Zutaten, dann produzieren wir die Anzahl der Kisten, die Sie gerade vorgegeben haben. Okay, okay, geschafft. Ja, wir könnten ja eigentlich noch in diese andere Art investieren, aber... naja, wir produzieren jetzt erstmal die normale Schokolade. Wir können ja mal gucken, wie wir die hier verkaufen. Das macht immer so viel Stress. 161, das ist aber nicht sehr viel. Boah. Die sind ja richtig scharf auf die mit der Kakaobohne. Aber ich muss ja auch sagen, die waren ja auch sehr teuer, die Kakaobohnen. Also wahrscheinlich sieht der Gewinn jetzt größer aus, als er wirklich ist. So. Ja, wir können ja nochmal gucken. Also Mandeln haben wir... Milchpulver haben wir, Zucker brauchen wir für jedes Rezept. Deswegen sollten wir hier dann nochmal ein bisschen Zucker kaufen. Und Milchpulver ist auch ganz okay bei dem Preis. Ja, 29 ist eine ziemlich blöde Zahl. Kaufen wir hier 200. Und dann gehen wir mit unseren 91.000 mal nach Europa. Wie wär's denn mal mit London? Oder erstmal hier hin? Das ist 2 Wochen, 3 Wochen? 3 Wochen. Fahren wir erstmal dahin. Einmal quer über den, das ist der, genau, über den Atlantik. Ja. James Ford Leuchtturm. Aliabusia Afifa. Wenn man so alt ist wie ich, Motoku, hat man sich eine ziemlich gute Menschenkenntnis angeeignet. Ich glaube wirklich, dass Baumeister-Konfekt heute noch erfolgreich wäre, wenn sie sich Esteban Grimaldo nicht eingemischt hätte. Okay.